Die Zürcher Adieu und Jana wollen in Nidwalden ein veganes Café eröffnen. Wir sind jetzt offiziell in Nidwalden. Wir haben es geschafft. Doch ihre Mission gerät außer Kontrolle. Nein. Oh Mann, niemand nimmt. Hier, im Hiepenkreis 4 von Zürich, befindet sich das alte Leben von Adi. Doch der Zürcher und seine Freundin Jana wollen weg aus dem Risikogebiet. Raus in die freie Welt. Ja, also wir träumen ja schon lange davon, an einen exotischen Ort rauszugehen, wo irgendwie die Menschen auch mehr mit der Natur verbunden sind und auch mal der Stress weg ist und du einfach auf dich kannst schauen, wo man so ein bisschen auch lockerer ist. Darum wandern wir, glaube ich, auch aus, auf Nidwalden. Und wir freuen uns riesig, gell, Schatz? Ja. Adi und Jana haben bald Land in Sicht. Nidwalden, ein kleiner Halbkanton im Herzen der Schweiz. Hier suchen Adi und Jana ihr neues Glück. Die Veganer zügeln bewusst ökologisch mit dem Zug. Hier in Stans wollen sie ein veganes Café eröffnen. Ob die Nidwaldner darauf gewartet haben? Ich glaube, da muss ich schon die Reserve hin. Nein, das ist lang. Also hast du noch 20 Rappen vielleicht? Schon bei der Ankunft machen sich Probleme breit. Das Zugbillett lag weit über dem Budget. Improvisation ist gefragt. Komm, weißt du was? Das ist jetzt gerade schön. Wir laufen da den Rest vom Weg. Ja, da sehen wir gerade alles. Komm. Das da noch. Ja. Du mitnehmen. So. Fahrt! Die Maske musst du im Fall nicht anhaben. Wir sind nicht mehr in Zürich. Trotz finanziellem Engpass, jetzt steht den Auswanderern nichts mehr im Weg. Außer. Oh. Wo ist das? Heißt das, unsere Wohnung ist gar noch nicht fertig? Oh ja, im Fall. Steht 2022. Wir sind im Fall zu früh gekommen. Ja, wie du einmal. Ja, natürlich bin ich ein bisschen überrascht, aber genau darum machen wir es ja. Ich meine, um ein bisschen spontan sein und das Abenteuer suchen. Es wäre blöd, wenn alles glatt laufen würde. Wie einst Josef und Maria müssen Adi und Jana nun wieder ganz von vorne anfangen. Sie versuchen ihr Glück auf einem Bauernhof. Davon gibt es in Nidwalden ja einige. Ah, grüezi wohl. Meine Freundin und ich, wir suchen noch einen Platz zum Schlafen da bei Ihnen. Haben Sie da etwas? Was für ein Kalbswinder? Wollt ihr übernachten? Also wenn ihr wollt, ich habe einen Heilstock oben, könnt ihr da übernachten. Oder wenn ihr wollt, habe ich dort noch gerade. Dann könnt ihr einfach ein bisschen rüberlaufen. Aber ist schwierig. Also könnt ihr etwas zahlen, oder? Also ich habe das Gefühl, ich habe mich ja schon gut informiert über unsere neue Heimat. Aber dass ich gerade ganz andere Sprache redet. Das habe ich nicht wissen. We would like to sleep here, if it's possible. Übernachten, ja. Aber ihr wollt, also könnt ihr etwas zahlen oder nicht? Sonst müsst ihr einfach helfen beim Bäuren. Beim. Sorry? Ich glaube, wir können hier bleiben, hat er gesagt. Ja. Thank you. Trotz sprachlichen Barrieren, Bauer Bruno hilft den verzweifelten Veganern. So, könnt ihr mal reinkommen? Wenn ihr wollt, könnt ihr hier gerade mal eure Jacken aufhängen. Oh. So, könnt ihr hier weiter? Nein. Nein. Da bleibe ich nicht. Oh Mann, ich mag nicht mehr. Was ist denn jetzt? Hast du das gesehen? Das sind Geissenfüße. Ja, das ist ein anderes Land. Da können wir nichts daran ändern. Ich schlafe nicht hier. Nein, schau jetzt, wir haben unsere Wohnung noch nicht und wir wollen doch jetzt unser Leben anfangen. Also können wir da noch helfen, oder nicht? Ja, sonst mache ich da wieder zu. Komm, das wird gut. Und jetzt machst du einfach dort schnell die Augen zu. Und dann
So, könnt ihr euch da oben. Oh Gott. Da oben wär's denn. Ihr neues Zuhause hätten sich die Auswanderer wohl etwas anders vorgestellt. Nicht das letzte Missverständnis. Also sonst, wenn es auf dem Boden zu unbequem ist, können wir da sonst noch, hätten wir noch ein Bett. Schau, sogar das Bett hat er noch, Schatz. Das ist ja perfekt. Also, dann schlafe ich lieber auf dem Boden. Ein bisschen Optimismus. Komm, wir haben da etwas bekommen jetzt. Danke, Herr Ackermann. Ja, also dann lasse ich euch mal allein hier. Ja. Und sonst, wenn noch etwas ist, könnt ihr mich anleiten. Ja. Gut. Es läuft schon nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich denke, wir zwei zusammen, wir schaffen das. Freiheit. Ja, es läuft halt vieles nicht so. Gute Nacht. Neuer Tag, neues Glück. Bevor die beiden ihr veganes Café eröffnen dürfen, müssen sie sich in der Gemeinde anmelden. Adresse? Also, wir wollen jetzt. Wir wohnen. Sind Sie nicht Bruno Ackermann, der Bauer? Bruno? Ah, nein, das ist mein Cousin. Ich bin der Beat Ackermann. Er wohnt jetzt mit Bruno. Ja. Glatte Käuf. Sagen Sie mir einen Gruß. So. Und was machen Sie jetzt hier für das Geschäft, Uif? Genau. Also, unser Konzept ist ein veganer, organic Coffee Shop. Was ist das genau? Also ist es Kaffee mit nicht tierischen Produkten. Nicht tierischen Produkten. Ah ja, das ist natürlich eine gute Idee, wenn der Hund und Katze da außen vorgelassen wird. Kommen bei Adi die ersten Zweifel? Ohne vegane Kunden kein Einkommen. Es steht viel auf dem Spiel. Aber komm ich gerne mal aus Gordon Bleu rein essen. So. Gut, dann haben wir alles geschafft. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und herzlich willkommen in Nidwalden. Danke. Was machen Sie da? Komisch Völkli, die Zürcher da. Also wirklich ganz verrückt. Etwas habe ich jetzt noch nie erlebt. Ja. Und, wie ist es gegangen? Wir sind jetzt offiziell nicht wahr, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, jetzt können wir unseren Kaffee eröffnen und das Abenteuer kann losgehen. Hier drin steckt das ganze Ersparte von Adi und Jana. Das Café Gans, das erste vegane Hipster-Café in Nidwalden. Ob sich die Einheimischen dafür begeistern können? So, jetzt ist alles parat. Doch völlig überraschend lassen die Gäste auf sich warten. Enttäuschung macht sich breit. Doch dann kommt doch noch der erste Kunde. Ah, oh, Beat Ackermann vom Einwohneramt. Ah, oh, nein, das ist mein Cousin, ich bin der Benno Ackermann. Genau. Ja. Habt ihr da gerade neu aufgemacht? Ja, heute ist die Neueröffnung. Ja, sieht ein bisschen aus wie bei mir im grossen Viehheim. Was habt ihr so für eins da? Also wir haben einen exklusiven Kaffee aus dem Himalaya-Gebirge mit Arabica-Bohnen in verschiedenen Röststufen. Ja, und sonst so? Das ist eine Karte. Das ist... Ja. Double Espresso Flat White Macchiato und Pumpkin Spitze Latte. Ist das etwas für Schnäbi, oder? ja, ich würde einfach eine Schale gern. Schale? Ja, gern. Kulturelle Unterschiede machen sich am ersten Arbeitstag bemerkbar. Doch die Auswanderer sind gewillt, die sprachlichen Schranken zu überwinden. Ich glaube, er meint den Kaffee mit Milch. Schade. Ja, genau. Ein Kaffee mit Milch, ja, genau. Aber es kann passieren. Schon der erste Tag, oder? Ja, genau. Was für Milch darf ich anbieten? Wir haben Hafermilch, Sojamilch, Dinkelmilch, Erbsenmilch, Nussmilch oder Muttermilch? Vollmilch einfach. Wir haben keine Tiermilch. Gut, und sonst irgendwie ein Salami oder so haben wir auch nicht. Das heisst doch Kaffee ganz, also wird man doch erwartet, irgendwie ganz, irgendwie Mockenfleisch oder irgendetwas? Nein, also das ist eigentlich Kaffee ganz, also ein veganes Kaffee. Und das mit der Gans, das ist einfach ein Wortspiel. Haha, Wortspiel. Ja, das ist gut.
Die Auswanderer haben noch viel Überzeugungsarbeit vor sich. Werden die Einheimischen die neuen Ideen positiv aufnehmen? Gut, ich habe schon erhofft, dass unsere Kreationen besser angenommen werden. Aber es braucht einfach Zeit. Als das Koks auf Zürich kam, haben sie erst alle die Nase gerümpft. Und mittlerweile kannst du das nicht mehr wegdenken. Ist halt so. Doch viel Zeit bleibt den Auswanderern nicht. Der Businessplan ist strikt. Nach 2 Tagen müssen Adi und Jana schwarze Zahlen schreiben. Sonst müssen sie ihre Kollegin Loredana um Geld bitten. Um das Geschäft zum Blühen zu bringen, bräuchten sie endlich positive Resonanz. Doch das Gegenteil ist der Fall. Also nein, das ist ein fertiger Hurenseich. Ich meine, da wird Kuhmilch getrunken vom lokalen Bauer und all das Ausländer, Hinterwäldlerzeug, das kommt da nicht an. Wir besuchen die Auswanderer ein halbes Jahr später. Doch Jana hat inzwischen Adieu gesagt. Auch wenn mich Jana verlassen hat, kämpfe ich weiterhin für mich rein. Um zu überleben, hat Adi sein Menü umgestellt. Statt Spice Pumpkin Latte stehen jetzt deftige Fleischgerichte auf der Karte. Hui Bruno. Hey, sehr gute Kacke zu tun. Bruno, kann ich dir noch etwas bringen? Gerne eine Stange nochmal, ja. Eine zum Trinken oder eine zum dran tanzen? Nein, ist gut. Ich fühle mich wie ein echter Nicht-Woltner. Das hure vegane Zeugs war eh nie etwas für mich. Nach einem halben Jahr ist aus Adi ein richtiger Nidwaldner geworden. Den Traum vom Auswandern hatte er sich aber bestimmt mal anders vorgestellt.